Es ist Donnerstag, der 18. Juli 2013. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Heute geht es um drei Themen in unserer Sendung. Als erstes werde ich gleich live Herrn David Abdullah interviewen, ehemaligen Generalsekretär der Ölarbeitergewerkschaft aus Trinidad und Tobago. Danach gibt es eine Wiederholung, aber nach wie vor auch aktuell, zum Thema Schuldenschnitt ohne Währungsreform. Darauf genaueres werde ich danach erzählen. Es ist top aktuell, vor allem Griechenland, Ecuador und andere weitere Staaten haben auch einen Schuldenschnitt ohne Währungsreform zuvor gemacht. Ja, und danach gibt es noch einen Rückblick zum Thema und einen Ausblick zum Thema Gewährleistungsstaat. Was das ist, werde ich dann erzählen. Es hat was mit Privatisierung zu tun. Nun kommen wir aber gleich zum ersten Interview. Ich begrüße ganz herzlich den ehemaligen Generalsekretär der Ölarbeitergewerkschaft von Trinidad und Tobago. I greet the former General Secretary of the Oil Workers Trade Union of Trinidad and Tobago, Mr. David Abdullah. Yes, good evening. Yes, and I am still the General Secretary of the Oil Fields Workers Trade Union. Yes. Okay, sorry, er ist auch aktuell Generalsekretär. Mr. Abdullah, you have got to know Davison Budo, the economist from Grenada, who has quit the International Monetary Fund in 1988. I would like to ask he has made hard accusations against the International Monetary Fund. He has spoken about the blood of millions of innocent people. Has he ever told to you anything about the question in which countries or by what austerity measures could have cost many lives of such an amount of lives of human beings? Yes, well, I met Davison Budo in 1988, just after he resigned from the IMF with his open letter, Enough is Enough. And he sent a copy of it to the President General of the Oilfield Workers' Trade Union, the then President General, Errol MacLeod. And we met here in Trinidad shortly afterward, and then collaborated with him in his work for about a decade or so. Because sometime after his open letter, he then started an organization called the Bretton Woods Reform Organization, which both Errol MacLeod and myself were members of the board of directors of that group, the BWRO. So in Davison's open letter and in subsequent documents and that he published and talks that he gave, he spoke about the various failed structural adjustment policies
I must translate. Must... I'm sorry. Okay. Yeah. Herr David Abdullah ist damals wie heute Generalsekretär der Ölarbeitergewerkschaft. Er hat 1988 Davis Mbudu kennengelernt und den aufs offene Kündigungsschreiben Enough is Enough dem damaligen Präsidenten der Ölarbeitergewerkschaft Errol MacLeod bekannt gemacht. Davis Mbudu hat nach seiner Kündigung am IWF eine Organisation gegründet, sie heißt Bretton Woods Reform Organization. Im Vorstand dieser Organisation sind unter anderem damals eingetreten auch Herr Abdullah und auch Herr MacLeod von der Ölarbeitergewerkschaft. Sie haben ja geschätzte 10 Jahre zusammengearbeitet mit Davis Mbudu, also ich nehme an, bis zum Lebensende von Davis Mbudu. Dass so hohe, dass viele Menschen gestorben sind an den Auflagen, es wird daran liegen, dass vor allem die Armen in den Ländern, die diese Auflagen bekommen haben, ärmer geworden sind. Die Kindersterblichkeit, die Müttersterblichkeit, der Hunger dürften da erheblich zu beigetragen haben. Und es gibt auch bestimmte Krankheiten, die gestiegen sind, Gastritis zum Beispiel. What was the first disease you have mentioned, which has risen? Gastritis and? Sorry, could you just repeat what was the? Yes, you have mentioned two diseases, whose numbers have risen under credit conditions of the IMF. Yes, the structural adjustment policies of the IMF, which caused worsening poverty in all of the countries where structural adjustment was implemented. And as a result of worsening poverty, higher rates of infant mortality, as well as higher rates of maternal mortality, that is, mothers who die in childbirth or shortly after childbirth, increases in malnutrition and hunger, as well as increases in waterborne diseases like gastroenteritis as a result of poor and worsening housing conditions. Erkrankungen zum Beispiel auch Gastroenteritis, was mit Wasser zu tun hat, aber auch Erkrankungen aufgrund von schlechter Wohnungssituation. Auch diese steigen natürlich an, die Armut vergrößert sich. Was ich noch ergänzen wollte, ist auch die Arbeitslosigkeit ist gestiegen durch die Auflagen. What do you know about the credit conditions the IMF has imposed on Trinidad and Tobago at that time? Yes, well, in the early 1980s, 1982, 83, 84, in those years, the IMF annual report on Trinidad and Tobago gave information about a worsening performance of its relative unit labor cost. That is the an index which the IMF produced, which showed that our productivity was declining because our relative unit labor costs were increasing compared to other countries. And Davison found information that showed that the IMF had falsified the data, and therefore he accused the IMF of statistical fraud. 1982, 1984, 1985 hat der IWF berichtet, dass die relativen Lohnstückkosten in Trinidad und Tobago zu hoch gewesen seien. Ich hatte gefragt, welche Auflagen der IWF damals Trinidad Tobago gegeben hat. Und Davis Mbudu hat dem IWF vorgeworfen, dass er bezüglich dieser Lohnstückkosten Statistikbetrug begangen habe gegenüber Trinidad und Tobago.
as a result of that IMF report, the credit situation, the credit rating of the country declined. And so Trinidad and Tobago was not able to access credit in the successive years like 1985, 1986, which worsened an already bad economic situation because we had a very serious fall in the price of oil after 1981, and that caused our foreign exchange earnings to decline rapidly, as well as government revenue to decline very rapidly. Seit 1981 sind die Ölpreise zurückgegangen, dadurch sind die Außenhandelseinnahmen von Trinidad und Tobago sehr schnell zurückgegangen und auch die Steuereinnahmen. Und in der Situation kam dann noch hinzu, dass durch diese Einschätzung des IWF zu den relativen Lohnstückkosten, dass dadurch das Kreditrating von Trinidad und Tobago sich enorm verschlechtert hat, sodass das Land auf dem Kreditmarkt nur erheblich schwerer oder gar nicht mehr Kredit bekommen konnte. So the government was not able to implement a number of major projects because they could not borrow on the external capital markets, and they could, with declining government revenue, because they could not do major projects, it meant a rise in unemployment and a worsening economic situation in Trinidad and Tobago. Die Regierung wollte mehrere größere Projekte, hätte sie gerne über externen Kredit finanzieren können, aber das ging damals in der Situation nicht und konnte damit dann im Land auch nicht entsprechend die Wirtschaft stimulieren und für Beschäftigung sorgen. What do you know about concrete credit conditions of the IMF when your country has got the IMF loan at that time? Yes, there were some conditionalities attached to the loan. There was an IMF loan negotiated in November of 1988. But prior to that, the government undertook a devaluation of the currency, which devaluation occurred in August of 1988. Now, devaluations, particularly in economies like Trinidad and Tobago, which are open economies where we depend a tremendous amount on imported goods to satisfy basic requirements of food, medicines, and other manufactured goods and so on. A devaluation, therefore, caused a very large increase in the cost of living, and which would have worsened the economic conditions of workers and the poor, as they would not have been able to cushion the high cost of goods with increases in income. Okay. We had a worsening poverty situation as a result of the devaluation, which was a precondition to the IMF granting the loan in 1988. There were other conditions attached to that loan, such as the introduction of a value-added tax, which was a tax on goods and services, which, of course, is a regressive tax system, because, again, disproportionately, the poor pay more. Es war mit Trinidad und Tobago damals im November 1988, wo der Kredit ausgehandelt wurde, überhaupt einen Kredit bekommen konnte, musste das Land schon vorher eine Auflage erfüllen, nämlich die Abwertung der Währung. Das geschah im August 1988. Trinidad und Tobago produziert aber eben nicht alles selbst, sondern muss auch wichtige Güter importieren, vor allem Nahrung und Medikamente, aber auch andere Güter für privaten Verbrauch. Und
Durch die Währungsabwertung sind dann die Lebenshaltungskosten enorm gestiegen und haben Arbeitnehmer und vor allem Arme im Land sehr stark belastet damals. Und zu den Auflagen, als der Kredit dann Trinidad Tobago gegeben wurde, gehörte unter anderem die Einführung einer Mehrwertsteuer, was ein Rückschritt ist. There were other conditionalities, such as, you know, the closing of the fiscal deficit, because the government was running a fiscal deficit, and that meant the loss of jobs in the public service, and as well as wage cuts in the public sector. Eine weitere Auflage war, das Haushaltsdefizit abzuschaffen und beziehungsweise zu verringern, und das bedeutete im öffentlichen Sektor, im öffentlichen Dienst bedeutete es einmal Lohnkürzungen, aber auch Entlassungen. There was proposed privatization, but there were not many companies privatized as a result of the very strong resistance to privatization and other structural adjustment policies, which resistance came from the organized trade unions. Es gab auch Auflagen zur Privatisierung, aber tatsächlich wurden durch den sehr starken Widerstand, vor allem auch der Gewerkschaften, wurden nur sehr wenige Privatisierungen durchgeführt. Which role has had the oil workers trade union at that time and from then on in view of the IMF? Well, the oil seed workers trade union was the main union leading the fight against the IMF structural adjustment policy. We did a lot of mobilization, public education, and other mass actions to protest against the IMF policies together with other trade unions. And we put forward alternative policies to the structural adjustment policies of the IMF and the World Bank, and as agreed to by the government of Trinidad and Tobago. Die Oil Workers Trade Union hat damals den gewerkschaftlichen Protest angeführt. Es gab zahlreiche Protestveranstaltungen, Massenaktionen. Sie hat die Bevölkerung informiert und auch Alternativen vorgestellt. So for example, on the 6th of March 1989, we had trade unions organized a massive general strike, which was very successful. Am 6. März 1989 gab es zum Beispiel einen Generalstreik, der sehr erfolgreich gewesen ist. So, and there were, you know, constant programs of education, of meetings that amongst workers and the public, as we educated people about IMF and structural adjustment policy. Und fortan hat die Oil Workers Trade Union die Öffentlichkeit aufgeklärt, informiert über die Strukturanpassungspolitik des Internationalen Währungsfonds. In that economical situation, if Trinidad and Tobago had not taken a loan by the IMF, there would probably nevertheless have been needed austerity measures. And how far are the austerity measures imposed by the IMF, and how far did they go further than what would have to be done anyway without the IMF? So we had proposed, instead of austerity measures, we had proposed alternative emergency economic plan in which there would have been shared burdens of adjustment. So it would not only fall on working people and the middle classes to pay the burden of adjustment that was necessary, but that the owners and managers of capital, big capital, would also have to share the burden of adjustment.
Ich habe gefragt, wenn man jetzt keinen Kredit vom IWF angenommen hätte und in der wirtschaftlichen Situation hätte man ja auch ohne IWF sparen müssen. Inwieweit waren die Auflagen des IWF härter als das, was sowieso getan werden musste? Und die Gewerkschaften hatten damals vorgeschlagen, die Lasten gerechter zu verteilen, dass nicht nur die Leute bis zur Mittelschicht und die Armen zur Kasse gebeten wurden, sondern dass auch die Reicheren und auch das Kapital sich mehr an den Lasten beteiligen müssten. But the government of the day, although we sat down and tried to negotiate such an approach, such a strategy of an alternative economic plan, the government of the day did not have the courage to work with the unions to implement such a program. Die Regierung hat damals aber leider nicht den Mut gehabt, solch ein alternatives Programm, was von den Gewerkschaften vorgeschlagen wurde, zu übernehmen. And as a result of that, in fact, there was political upheaval and the government lost the election in 1991. Und als Ergebnis davon gab es politische Unzufriedenheit und die Regierung verlor die Wahl 1991. The government that replaced it in 1991 continued to implement structural adjustment in terms of trade liberalization as a result of a World Bank adjustment loan. Die neue Regierung hat dann einen Anpassungskredit bei der Weltbank genommen und hat dafür Handelsliberalisierung gemacht. And there was also a further devaluation when our dollar was floated rather than having a fixed exchange rate. There was a further devaluation in 1993 or 1994. 1993 oder 1994 gab es eine weitere Abwertung. Trinidad und Tobago hat einen festen Wechselkurs gegenüber dem Dollar und der wurde dann damals abgewertet. There was also a wave of privatizations after 1992 and also very severe job losses in the state companies like the port, the docks, the port operations, the public transport, the bus operations, as well as the water and sewage operations. All of which are state-owned, but there were job losses in all of those areas. Es gab von 1992 an weitere Privatisierungen in den Bereichen öffentlicher Transport, Häfen, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung und entsprechend auch Arbeitsplatzabbau in den Bereichen. And then we had a period of economic growth between 1994 and 2008. That growth was based upon increases in oil prices and natural gas prices, as well as a very rapid expansion in the output of natural gas, in the production of natural gas, to supply petrochemical plants and also liquefied natural gas plants. Von 1994 bis 2008 ist die Wirtschaft in Trinidad wieder enorm bergauf gegangen. Das hatte mehrere Gründe. Einmal der gestiegene Erdölpreis, aber auch eine gestiegene Erdölproduktion, weil nun auch Flüssiggas exportiert wurde und auch die Nachfrage in der Chemieindustrie gestiegen war. And so there was from 1994 onwards, there was no need for further austerity measures. And in fact, the government revenue increased by three times between the year 2000 and the year 2008, from some $2 billion US dollars to over $7 billion US dollars. Between 1994 and 2008? No, between the year 2000 and 2008. Okay.
government revenue increased by more than three times. Zwischen 2000 und 2008 haben sich die Haushaltseinnahmen, Staatseinnahmen Trinidad und Tobagos mehr als verdreifacht, von 2 Milliarden auf 7 Milliarden Euro. And our national income as measured by the gross domestic product, GDP, also increased by three times during that period. Auch das Bruttoinlandsprodukt hat sich mehr als verdreifacht in der Zeit. And so we did have growth as well between 1994 and 2000, steady growth, so that by the year 2000 the economy was back to where it was in 1980, just before the end of the oil boom. Es gab jedes Jahr fortwährend Wirtschaftswachstum seit 1994. When has the economy reached the situation as in 1980? By about the year 2000. Im Jahre 2000 ging es der Wirtschaft wieder so ähnlich gut wie im Jahr 1980, als das Ende des vorherigen Ölbooms gewesen ist. So we have not had any IMF or World Bank loans from about 19. We have not had World Bank loans from about 1994 and 1995, and we have not had any IMF loans since 1988, 1989. Also ab 1988, 1989 gab es keine IWF-Kredite mehr und 1995 gab es dann auch keine Weltbank-Kredite mehr gegenüber Trinidad und Tobago. So that there has been no need to comply with any IMF or World Bank conditionality. Okay, deswegen gab es keinen Grund mehr, sich weiter zu beklagen über die Auflagen von IWF oder Weltbank, weil es keine mehr gab. However, the social impact of the structural adjustment of the 1980s continues to be with us today. Die sozialen Auswirkungen sieht man aber heute noch von den Strukturanpassungen in den 1980er Jahren. Which social impact? In terms of a high poverty rate. So that although our national income, our GDP, went up by three times between 2000 and 2008, the rate of poverty remained at about 15 to 18% of the population. Die Armutsrate ist immer noch 15 bis 18% der Bevölkerung, obwohl das Bruttoinlandsprodukt sich von 2000 bis 2008 mehr als verdreifacht hat. In addition to that, we have the alienation of the young urban males in the society, and a very high crime rate and the development of criminal gangs. Es gibt die Abwendung in den Städten von jungen Männern in Richtung Kriminalität. Sie haben hohe Kriminalitätsrate in den städtischen Gebieten. And in terms of the delivery of important public goods such as education and healthcare, there are major challenges in those sectors. Es gibt immer noch größere Herausforderungen in Bereichen Gesundheitsversorgung und Bildung. So that although healthcare is free in the public hospitals and education is free, including university education is free, we have problems in terms of the quality of the health system. And the fact that many of the children in our schools are not performing well. Es ist zwar heute kostenlos, die Gesundheitsversorgung
und die Bildung bis hin zur Universität. Aber es gibt Qualitätsprobleme im Gesundheitswesen und es gibt auch Qualitätsprobleme, dass viele Schüler die Leistung nicht erbringen. So, we do not know at the moment face the austerity measures that are taking place in many parts of Europe. Can you repeat, sorry? Yes, because the economy is not in a crisis of similar to the 1980s, we do not have austerity measures that are taking place in the countries of Europe like Portugal and Greece and Ireland and Spain. Da es zurzeit keine Krise herrscht in Trinidad und Tobago, gibt es bei Ihnen auch keine Sparmaßnahmen, die wie sie stattfinden in Griechenland oder Portugal oder Spanien heute? However, the countries of the other countries of the English-speaking Caribbean are facing very severe problem of decline in foreign exchange earning and very large debt. The countries of the English-speaking Caribbean, most of them have debt to GDP ratios in excess of 70% and 80%. Ganz anders sieht es aus bei den meisten englischsprachigen karibischen Staaten. Die meisten von ihnen haben Gesamtschuldenquoten, also Schuldenstand im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt von 70% bis 80%. This crisis, although it is a systemic problem, a problem of the nature of the economies of the Caribbean, was worsened by the global crisis of 2008. Diese schon vorhandene Wirtschaftskrise in der Karibik wurde durch die weltweite Krise seit 2008 verschlimmert. And that is because many of the smaller islands in the Caribbean, smaller countries, depend on tourism. And with the global crisis, there has been a decline in vacation expenditure by many people in Europe and the United States. Viele von den karibischen Staaten hängen auch wirtschaftlich stark von Tourismus ab. Und durch die Wirtschaftskrise ist die Zahl der Touristen gerade aus Europa in den USA zurückgegangen. As a result of this, a number of countries in the English-speaking Caribbean, Jamaica, Antigua and Barbuda, and some other countries have had to go to the IMF in the last year or two for loans, and they have had to implement policies of structural adjustment. In den letzten zwei Jahren als ein Ergebnis von der Wirtschaftskrise sind mehrere englischsprachige Länder der Karibik, darunter Jamaika, Antigua und Barbuda, in den letzten zwei Jahren haben die Kredite beim IWF aufgenommen und entsprechende Auflagen bekommen. And in the case of Jamaica, for example, those IMF policies are very, very severe in terms of the austerity measures that must be implemented by the government. In Jamaika sind die Auflagen sehr hart, zum Beispiel die Regierung auferlegt wurden. I remember a study of UNICEF with the name structural adjustment with a human face. It has been about the 1980s, and it has also mentioned Jamaica. I think also in the 1980s, Jamaica has been hit very hard. Yes, Jamaica went into the IMF as early as 1980, or even before that. As early as maybe 1976 or 1977, Jamaica started IMF programs. Jamaica has had IMF programs for most of the last 40 years.
1976 und 1980 ist Jamaika dem IWF beigetreten. Ich hatte gefragt, da ja Jamaika erwähnt hatte und dass sie besonders harte Auflagen haben, dass ich mich erinnere an eine Studie von UNICEF mit dem Namen Adjustment with a Human Face, Strukturanpassung mit einem menschlichen Antlitz. Und dass da erwähnt wurde, dass Jamaika schon in den 80er Jahren harte Auflagen gehabt hat. Und innerhalb der letzten 40 Jahre hat das Land fast durchgängig Strukturanpassung gehabt. The Jamaican economy is in a worse condition as a result of the IMF program. There is little economic growth. There is increased inequality between the rich and the poor. Government fiscal deficits have not been improved. The debt situation continues to be very, very bad. And so the Jamaican economy has not been improved as a result of the IMF. Jamaika hat nur ein geringes Wirtschaftswachstum. Der Schere zwischen Arm und Reich wird größer. Und weder Schuldenstand noch das Haushaltsdefizit hat sich verbessert dort durch die IWF-Bedingungen. Ohne IWF-Bedingungen ging es dem Land besser. Well, I hope I've been able to help you a bit with understanding some of the history of the IMF in Trinidad and Tobago and the Caribbean. Yes, I think so. Is there any other question that you need to ask, or have we covered? Oh, well, if you know more about what Davison Bodo has exposed about what the IMF has done in his time to concrete countries and concrete credit conditions, it would be interesting. Well, not more than what has been published in his book. And you know, subsequent writings, and of course, Davison died many years ago. And in the last part of his effort was on reform measures, and so the Bretton Woods Reform Organization was focused on alternative policies to the IMF structural adjustment, and that is what. He spent a lot of time towards the end of his life in Guyana and other countries trying to implement alternative policies. So he shifted focus from, you know, the wrongs of the IMF to also put forward alternative policies. I think he has tried to help Guyana because he has been resident representative of the IMF towards Guyana. That might have been at a very early period, but he was working actively with the government of Guyana in the 1990s, developing an alternative program, what he called ASAP, Alternative Structural Adjustment Policies, which sought to direct resources to improve the human capacity of people in terms of health and education and so on, and invest in those areas to increase output, economic output, as well as invest in the environment. Ja, ich hatte mich gefragt, ob er sonst noch mit Informationen helfen könnte und überhaupt einen guten Überblick gegeben zu haben darüber, was über IWF und Trinidad und Tobago und die Karibik. Und da habe ich ihn gefragt, ob er noch weiteres weiß, was Davison Bodo enthüllt hat über den IWF, konkrete Auflagen und deren Folgen in Ländern der Karibik. Und er weiß da auch nicht wesentlich mehr, als Davison Bodo in seinen eigenen Schriften dann veröffentlicht hat. Davison Bodo hat sich, Enough is Enough, Genug ist Genug und Folgenden, er hat sich, Herr Bodo, dann mehr konzentriert auf die Bretton Woods Reform Organization
um Alternativen aufzuzeigen, hat sich dann nicht mehr so stark darauf konzentriert, Missstände zu beweisen. Und ein wichtiges Projekt war, dass alternative Strukturanpassungsprogramme entwickelt wurden, die Leute ausbilden oder fortbilden sollten. Und unter anderem auch Umweltbereich und Yes, and he also focused a lot on lobbying governments, particularly in Europe and the European Parliament, to oppose IMF and World Bank Structural Adjustment Program. Was noch ergänzen wollte, ich hatte dann eingeworfen, Davison Bodo war ja auch Resident Representative, also Vertreter des IWF gegenüber Guyana gewesen. Da sagt er, dass das aber dann schon länger her gewesen sein muss. Nach seinem Ausscheiden aus dem IWF hat Davison Bodo auch in Europa, auch beim Europaparlament lobbyiert, damit diese sich auch wenden gegen die IWF-Programme. He also would have proposed things like debt relief and canceling the debt as a means of freeing up the government's resources and foreign exchange to be redirected towards economic development rather than paying back money, which had, been extorted really by the IMF and the World Bank and commercial banks. Er hat dafür lobbyiert, für Schuldenreduzierung mit Geld wieder in die Entwicklung umgelenkt werden konnte, anstatt in den Schuldendienst. Can you repeat the last sentence? Who has extorted whom? The IMF and the World Bank, to get countries to pay very onerous debt payments because of the economy is getting worse as a result of the structural adjustment policies. Countries had to borrow more and therefore had to pay more debt. So really those debts were almost extorted by the IMF and the World Bank and the Commercial Bank. Durch die Strukturanpassungsprogramme hat sich dann auch die Zahlungsmöglichkeit der Staaten oft noch mehr verschlechtert. Sie mussten wieder neue Kredite aufnehmen, sodass manche Staaten sich regelrecht von den großen kommerziellen Banken, von IWF, Weltbank regelrecht erpresst fühlen. Okay, so just one last piece of information for your listeners. And that is that in 1988, in August of 1988, there were meetings, the annual meetings of the IMF and World Bank took place in what was then West Berlin in Germany, because, of course, there was still the division between East and West Germany. And there were activities organized against the IMF and World Bank meeting. There was a counter congress, as well as a permanent people's tribunal on the IMF and the World Bank. And both Davison Bodo and myself and of the representative of the Oil Free Workers Trade Union in Europe, John LaRose, the three of us participated in the permanent people's tribunal, gave evidence before the tribunal, and also contributed to the counter congress that took place in West Berlin during those days. In August 1988 gab es ein Treffen von IWF und Weltbank, fand statt in West-Berlin. Und in West-Berlin gab es dann auch einen Gegenkongress und es gab ein Volkstribunal. Und bei dem Volkstribunal haben Davison Bodo, haben Herr Abdullah für die Oil Workers Trade Union und hat auch Vertreterin einer europäischen Ölarbeitergewerkschaft, Jeanne LaRose, gesprochen.
Und sie waren auch bei dem Gegenkongress und haben an dem teilgenommen. Yeah, so that's just a piece of information for the persons who were not born in 1988. Das wichtige Information für die Leute, die 1988 noch nicht geboren gewesen sind. Yeah. Okay, so I'd like to thank you for, you know, having me on your program, and I hope that I have been able to provide some information about the IMF in the Caribbean. Herr Abdullah bedankt sich. Was a very, very important Caribbean economist. Bedankt sich dafür, bei uns in der Sendung zu sein und über IWF und die Karibik informiert zu können bei uns und auch über Davis Mbudu, der ein sehr wichtiger Wirtschaftswissenschaftler für Ihre Region gewesen ist. Thank you. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, jetzt kommt gleich der zweite Teil. Es kommt der zweite Teil der Sendung Macht und Menschenrechte am 18.07.2013 auf Jungle Drum Radio. Sie hörten gerade das Interview mit David Abdullah, der Generalsekretär bei der Ölarbeitergewerkschaft All Workers Trade Union von Trinidad und Tobago ist. Als nächstes kommt gleich eine Wiederholung, aber es ist nach wie vor top aktuell. Wie Sie ja vielleicht wissen, enthält der ESM für Europa, für die Staaten, die den Euro haben, ein Staateninsolvenzverfahren. Anders als diese anderen Teile von dem sogenannten Euro-Rettungsschirm wie Griechenlandhilfe, EFSM und EFSF, schreibt der ESM vor, für alle Staatsanleihen, die Staaten begeben, also rausgeben, ab dem 01.01.2013 Staaten, die den Euro haben als Währung, dass diese kollektive Aktionsklauseln, also so Zusatzvereinbarungen haben müssen für den Fall eines Staatsbankrotts. Und was in diesen Zusatzvereinbarungen zu stehen hatte, gibt es Musterzusatzvereinbarungen, die der Ministerrat schon 2011 beschlossen hat, aber die wir bisher immer noch nicht im Netz finden konnten, die noch immer noch nicht veröffentlicht zu sein scheinen. Und es gibt in Deutschland dazu, zum ESM gibt es ein Gesetz, was das Geld bereitstellt, es gibt ein Gesetz, was dem ESM zustimmt und ein Gesetz zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes. Und da hat man die konkreten Regeln für das Staateninsolvenzverfahren reingepackt, die wiederum dann Bezug nehmen auf diese kollektiven Aktionsklauseln und danach im Falle eines Staatsbankrotts hätten dann auch die privaten Gläubiger zusätzlich zu dieser Troika, wenn die Staaten einen Kredit bekommen, dann würden sie da Geld bekommen, würde die Auflagen machen, entwerfen und der ESM-Gouverneursrat bzw. Direktorium würde darüber entscheiden. Aber es würde beim ESM für einen teilweisen Schuldenerlass, da müsste man sich wenden an die Versammlung der privaten Gläubiger. Und die würden dafür auch politische Auflagen machen, wie die Troika. Und wie das in anderen Staaten geregelt ist, das ist natürlich die Frage. Zypern hat, als es Geld bekommen hat, als es Kredit bekommen hat, die Auflage bekommen, auch ein Gesetz zur Änderung seines Bundesschuldenwesengesetzes zu beschließen. Es scheint also dieses Begleitgesetz, um denn dort die Regeln für das Staateninsolvenzverfahren, was im Kern eben ausmacht, dass es Auflagen für teilweisen Schuldenerlass auch noch zusätzlich von den privaten Gläubigern gibt, das scheint nicht unbedingt in allen Staaten der Eurozone bisher schon verankert zu sein. Ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Der ESM-Vertrag versucht also, die Staaten zu zwingen, für den Fall eines Staatsbankrotts in diese Staateninsolvenzverfahren zu gehen, wo sie Auflagen von den privaten Gläubigern kriegen, anstatt selber über ihre teilweise Entschuldung zu entscheiden, wie es Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende lang üblich gewesen ist. Und vor allem ist es äußerst unüblich, dass die privaten Gläubiger
darüber entscheiden und noch politische Auflagen machen können. Jetzt aktuell ist ja wieder die Debatte darüber, ob Griechenland eine Schuldenreduzierung bekommt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, läuft das dann über den ESM? Ist das dann ein Staateninsolvenzverfahren und kein Staatsbankrott? Ja, das damalige Interview war eine Diskussion mit Herrn Paris Kavopoulos. Er ist griechischer Parlamentsabgeordneter im griechischen Nationalen Parlament, also ein Gegenstück zum Bundestag, von der Syriza-Partei. Ich habe außerdem damals gesprochen mit Herrn Kaiser von Alassia, einem Verein, der sich für Schuldenreduzierung von Staaten einsetzt. Und ich habe damals mit dem Botschafter von Ecuador gesprochen, Herrn Roger Jorado, dem Botschafter von seiner Exzellenz, dem Botschafter von Ecuador in Deutschland. Und es ging darum, Ecuador hat 2007, soweit ich mich entsinne, einen Schuldenschnitt gemacht, ohne solche harten Auflagen, hat einen Staatsbankrott gehabt und selber darüber entschieden, welche Schuldenreduzierung verhältnismäßig ist. Und Ecuador hat seine Währung an den Dollar, nicht mal an den Dollar gekoppelt, sondern sogar den Dollar als Währung übernommen. Und es musste trotzdem nicht aus dem Dollar raus, obwohl es einen Schuldenschnitt gemacht hat. Den Griechen macht man ja immer, versucht man immer bange zu machen, wenn sie einen Schuldenschnitt machen würden, außer nach den Regeln der EU, dann müssten sie die Währung Euro verlassen. Da ging es um das Beispiel Ecuador und um weitere Beispiele von Staaten, die ihre Schulden reduziert haben, ohne dass sie deswegen aufhören mussten, die Währung eines anderen Landes weiterhin zu übernehmen oder dass sie aus einer Gemeinschaftswährung von mehreren Staaten hätten aussteigen müssen, denn der Euro ist nicht die einzige Währung, die mehrere Staaten gemeinsam haben. Aber mehr möchte ich jetzt auch nicht verraten. Das Interview soll zeigen, dass es durchaus Ansätze für Alternativen gibt zum ESM mit seinem Staateninsolvenzverfahren. Bitte um Einspielung des Interviews und vor dem dritten Teil werde ich noch ein paar Sachen zum Gewährleistungsstaat erzählen. Danke. Es ist Montag, der 4. Juni 2012. Hier ist unser Politikblog mit der Sendung Macht und Menschenrechte. Heute geht es um souveräner Schuldenschnitt ohne Währungsreform. Mein Name ist Volker Reusi. Heute sprechen wir mit Herrn Roger Jorado, seiner Exzellenz, dem Botschafter von Ecuador in Deutschland, mit Herrn Jürgen Kaiser von Alassia.de und mit Herrn Todoros Paraskevopoulos. Ich möchte meine Fragen gerne in dieser Reihenfolge an die Gesprächspartner richten und zum Schluss habe ich noch eine Frage, die ich an alle Gesprächspartner richten möchte. Herr Botschafter, Eure Exzellenz, wie hat Ecuador es geschafft, trotz Schuldenschnitt im Dollar zu bleiben? Ja, erstmal schönen guten Tag und vielen Dank für diese Möglichkeit, über Ecuador zu sprechen, insbesondere über das Verfahren, die wir angewendet haben, um überhaupt das Außenschulden drastisch zu kürzen. Das haben wir im Jahre 2008 gemacht. Wir haben eine Audit durchgeführt. Und durch diese Audit haben wir erstmal erkannt, was tatsächlich mit dem Außenschulden Ecuadors gewesen ist. Zum allerersten Mal, unser Volk wusste ganz genau, wie sich geschichtlich das Außenschulden sich entwickelt hatte, seit in den letzten 20 Jahren mindestens, wenn nicht 30 Jahre. Und welche Maßnahmen getroffen wurden von verschiedenen Regierungen in dieser Zeit, in jener Zeit, um überhaupt also das Land weiter zu verschulden, muss man leider so sagen. Durch diesen Audit und durch die Kenntnis, die wir hatten, hat die Regierung von Präsident Rafael Correa eine sehr mutige Entscheidung genommen, und zwar die Entscheidung, einen Schuldenschnitt zu machen und ein Angebot an den verschiedenen Schuldner zu machen,
dass wir nicht mehr als 30% des Schuldens bereit waren zu bezahlen. Und andere Strecken der Außenschulden, die unter Druck, unter korrupte Prozesse entstanden waren, waren wir nicht imstande, es zu zahlen. Das haben wir durchgeführt. Und was sehr interessant ist eigentlich, ist es, dass die verschiedenen Banken haben sich nie vorgestellt, dass ein Präsident von Ecuador wie Correa mit einer jahrzehntelangen Geschichte brechen würde. Einer Geschichte des Nachgebens, des Unterwerfens, der Plünderung der Republik und dass er damit unterbrechen würde. Die Welt wusste zum allerersten Mal die Architektur eines skandalösen Schuldenbetrugs, wusste, wie sowas funktioniert. Und dass sie nichts unternommen haben, ist es eigentlich, weil die Audit zeigte ganz genau, welche Machenschaften zustande waren, und sie haben überhaupt kein Gericht oder kein Prozess angefangen gegen Ecuador, weil sie wussten ganz genau, dass das gegen seine eigenen Interessen kommen könnte. Erstmal das als eine kleine Vorgeschichte für unseren Hörern, wie das zustande gekommen ist. Jetzt direkt auf die Frage. Wir sind mit dem Dollar, in der Dollarisierung geblieben, trotz des Schuldenschnitts, weil eigentlich die Schuldenschnitt hat uns ermöglicht, dass wir bessere Inversionen im Lande machen konnten, eine bessere kommerzielle Wirtschaftspolitik auf die Beine bringen konnte, und deswegen sind wir in der Lage gewesen, weiter zu exportieren. Unser Bruttoinlandsprodukt ist gewachsen wie noch nie zuvor. Im letzten Jahr haben wir 8% erreicht in Wachstum. Wir sind an der dritten Stelle in ganz Lateinamerika, in der ganzen Region mit diesem Wachstum. Und wir entwickeln uns jetzt sehr stark, weil dadurch, dass wir jetzt weniger zahlen als früher. Wir zahlen gerade jetzt also höchstens 20% unseres Budgets ist dafür gedacht, um unseren Haushaltsschulden zu bezahlen. Früher dieser Betrag ging von 40 bis in manchen Jahren bis auf 60% des Stadtbudgets waren gedacht, also für den Außenschulden. Jetzt nicht mehr, dass diese Mittel sind frei geworden, um überhaupt Investitionen im Land zu ermöglichen. Das alles hat also eine sehr starke Wirkung gehabt, einen sehr starken Impuls für unsere Wirtschaft gehabt, und deswegen konnten wir eigentlich noch besser davon kommen als früher. Was mich natürlich interessiert ist, Sie haben ja, wenn ich es richtig verstehe, Ihre Währung nicht nur an den Dollar gekoppelt, wie zum Beispiel Argentinien den Peso an den Dollar gekoppelt hatte, sondern Sie haben den Dollar selbst als Währung übernommen. Und wie viele Dollars zumindest in den USA gedruckt werden, bestimmt ja dort die US-Notenbank Federal Reserve. Wie hat denn die US-Notenbank auf den Schuldenschnitt reagiert? Erstmal vielleicht also müssen wir doch etwas zurück in der Zeit gehen. Die Dollarisierung ist eine äußerst extreme und sehr schädliche Maßnahme für unser Land, die im Jahre 2000 genommen wurde. Seit dem Jahre 2000 haben wir den Dollar als Währung direkt. Unsere eigene souveräne Währung wurde abgeschafft, der Sucre, und seitdem wir arbeiten und wir leben mit dem Dollar, seit dem Jahre 2000. Wir sprechen aber, dass 2008
diesen Schuldenschnitt nach dem Audit, der gemacht wurde. Und das hat eine andere Wirkung, was ich Ihnen gerade erklärt habe. Wie die US-Notenbank reagiert hat, hat eben überhaupt nicht reagiert. Also das ist eine Sache, die nicht den US-Notenbank angeht. Also wir haben die Scheine vom US-Notenbank, aber wir haben eine souveräne Wirtschaftspolitik geführt. Wer bestimmt denn, wie viel Geld in Ecuador gedruckt wird? Sind Sie insoweit von der US-Notenbank abhängig? Oder? Wir drucken überhaupt nichts. Das wird alles in USA gemacht. Wir benutzen nur die Dollars, die bei uns geblieben sind. In dem Moment, wo die dollarisiert wurde, im Jahre 2000, und wir schöpfen weitere Dollars also aus unserem Export, also unseren Handel. Selbstverständlich, das ist eine unheimlich große wirtschaftliche Schwierigkeit, weil wir können nicht bestimmen, wie unsere Währung wir können nicht unsere Währung bestimmen, sodass zum Beispiel um überhaupt unsere Exportgüter zu vergünstigen, könnten wir eine Devaluierung vornehmen. Das dürfen wir nicht, das können wir nicht, weil es nicht unsere Währung. Deswegen das einzige Instrument, die für uns bleibt, ist eine korrekte kommerzielle Politik des Exports und des Imports zu haben. Und das macht man jetzt. Und außerdem die Investitionen, die der Staat zurzeit in Ecuador durchführt, sind die höchsten überhaupt in unserer Geschichte. In Sozialwesen, in Infrastruktur, in verschiedenen anderen Richtungen. Noch nie hat der Staat oder ein Staat überhaupt so viel investiert wie jetzt. Und das kann man beweisen. Nach den Zahlen von der Wirtschafts-UNO-Kommission für Lateinamerika, die CEPAL, wo es ganz genau gesagt oder bewiesen wurde, dass letztes Jahr zum Beispiel Ecuador war das Land, wo man am meisten sozial investiert hat in ganz Lateinamerika. Also, es ist nicht gekoppelt an den US-Notenbank. Wir drucken überhaupt nichts. Wir bekommen die Dollars aus unserer Außenhandelsbeziehung. Der Internationale Währungsfonds hat in zahlreichen Ländern, die bei ihm Schulden haben, eigene Mitarbeiter in Ministerien oder auch in der Notenbank positioniert. Und was ist Ihnen darüber bekannt, wie der Internationale Währungsfonds Einfluss genommen hat in Ecuador? Würden Sie vielleicht zeitgemäß Ihre Frage etwas präzisieren, bitte? Wann meinen Sie das? Vor dem Schuldenschnitt, meine ich. Aha, das ist wichtig. Das ist wichtig. Also, vor dem Schuldenschnitt und besser gesagt vor dem Jahr 2007, die Jahr, wo unsere Regierung an die Macht kam, also unsere Bewegung an der Macht kam, und seitdem wir Regierung sind, vorher hatten wir genau dieselben Probleme mit der Einmischung nicht nur der Internationale Währungsfonds, sondern zum Beispiel die anderen multilaterale Organisationen wie der Weltbank und auch das IDB, also das Interamerikanische Development Bank. Und sie haben ständig bestimmten Richtlinien also gezeigt oder im Falle, dass wir überhaupt also einen bestimmten Kredit brauchten, haben die uns also bestimmten, wie kann man das sagen, Impositiones, Konditionen, genau, vielen Dank, Konditionen auferlegt. Und diese Konditionen sind unheimlich schlimm gewesen. Zum Beispiel eine Kondition, die im Audit, im Schuldenaudit, also
ganz genau zu sehen war, ist es, dass im Jahre 1992 man hat unser Land gezwungen, überhaupt den Verzicht der ich suche jetzt Augenblick bitte. Wie sagt man das auf Deutsch? Den Verfall vom Schulden. Das hat man uns aufgezwungen, selbstverständlich mit der Kollaboration, und ich sage ganz genau, ich wähle diesen Wort, also mit der Kollaboration von verschiedenen Regierungsbehörden Ecuadors damals und verschiedenen Beamten damals, um überhaupt, dass diese Schulden nicht verschreibt, dass es weiterläuft. Das war wirklich also eine der schlimmsten Sachen, die man überhaupt also machen konnte gegen das Land. Und das zum Beispiel wurde auferlegt von seitens der verschiedenen Schuldner. Ein anderes Beispiel. Man sollte zum Beispiel, oder man wollte also die verschiedenen staatlichen Unternehmen verkaufen in Elektrizität, in Erdöl. Das hat man nicht geschafft, aber es war alles vorbereitet. Oder zum Beispiel die Carta de Intention, das ist dieser, wie könnte man das sagen jetzt auf Deutsch? Absichtserklärung. Die Absichtserklärung, die gezeichnet wurde im Jahre 2003 mit der IWF, den Internationalen Währungsfonds, zum Beispiel hat unter anderem, unter vielen, vielen anderen Konditionen gezeigt, dass man ein Chronogramm stellen musste, um überhaupt also die verschiedenen Unternehmen, Erdölunternehmen und andere Unternehmen des Staates zu verkaufen, die Saläre, also die Zahlungen, also für die Staatsbedienstete sollten auf Eis gelegt werden, also sollten die überhaupt nicht mehr wachsen. Und das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann, die Renten, die unseren Rentner bezogen damals, die waren ungefähr Renten von 80 bis 120 Dollar und eine sehr kleine Gruppe von Rentner, die sollten auf mindestens 25% gekürzt werden. Solche waren die Auflagen von der Internationalen Währungsfonds in unserem Land. Also wir wissen ganz genau, wie das Internationale Währungsfonds also mit uns gegangen ist. Und das ist eine der Sachen, die in dem Audit herausgebracht werden. Und deswegen, also das Internationale Währungsfonds später hat auch absolut nichts gemacht, weil sie wussten ganz genau, also in welchen Maßen dieser Betrug gegen unser Land also hervorgegangen ist. Herzlichen Dank. Ich möchte, Herr Kaiser, Sie waren damals bei der Vorbereitung des Schuldenschnitts beim Schuldenaudit in Ecuador dabei. Es ist ja oft in der Diskussion beim Thema Schuldenaudit die Frage der widerlichen Schulden, die Frage der illegitimen Schulden. Haben Sie solche Schulden entdeckt damals und woran macht man das fest, an welchen Kriterien haben Sie das damals erkannt? Also es gibt keine international verbindliche Doktrin von illegitimen Schulden, sondern es gibt verschiedene Konzepte, die mehr oder weniger eindeutig definiert sind. Also in der internationalen Diskussion unter NGOs und unter juristischen Experten gibt es zwei Konzepte. Das eine sind eben das, was Sie angesprochen haben,
die sogenannte Doktrin der Odious Debts oder der widerwärtigen, wie man es übersetzen will, Schulden. Das ist ein relativ enges Konzept, was auf einen russischen Juristen Alexander Sack zurückgeht, was Schulden dann für illegitim erklärt, wenn ein Kredit aufgenommen worden ist ohne Zustimmung der betroffenen Bevölkerung, ohne der Bevölkerung einen Nutzen gebracht zu haben und wenn beide Umstände dem Kreditgeber bei der Vergabe des Kredits bekannt gewesen sind. Das ist ein sehr enges Konzept. In dem Sinne wir haben nur sehr wenige Kredite in Ecuador entdeckt, die diesem engen Konzept entsprochen hätten. Es gibt darüber hinaus ein etwas anders gefasstes Konzept, was eine stärkere Grundlage im internationalen Recht hat, nämlich die Verletzung von sogenannten zwingenden Normen des Völkerrechts. Auch das ist relativ eng. Da geht es um Normen wie das Verbot von Angriffskriegen oder das Verbot von Folter. Universelle Menschenrechte insgesamt? Nein. Die sind nicht Teil dieses Kanons. Es gibt Diskussionen darüber, ob die nicht Teil dieses Kanons sein müssten. Das Problem dabei ist, dass man dann nur dann einen Anspruch eines Gläubigers für illegitim erklären kann, wenn man nachweisen kann, dass die einzelne Kreditvergabe tatsächlich mit der Verletzung eines Menschenrechts oder in diesem Fall einer sogenannten zwingenden Norm des Völkerrechts tatsächlich ursächlich verbunden ist. Und selbst da, wo es relativ starke Anhaltspunkte dafür gibt, dass Gläubiger dazu beigetragen haben, ist die ursächliche Verbindung ist oft sehr, sehr schwer herzustellen. Und das ist uns auch in Ecuador in dem Sinne nicht gelungen. Eine Reihe von Punkten, die der Botschafter angesprochen haben, die betreffen ein deutlich weniger klar definiertes Konzept von Illegitimität. Da würde ich auch nicht von illegitimen Schulden sprechen, sondern eher davon, dass es sowas wie eine schlechte Praxis gegeben hat, auf beiden Seiten, auf der Gläubiger- wie auf der Schuldnerseite, und dass man deswegen bestimmte Forderungen auch in Frage stellen kann. Illegitime Schulden kann es auch daher kommen, wenn jetzt zum Beispiel Auflagen völlig übermäßig sind, Kreditauflagen vom Internationalen Währungsfonds zum Beispiel, und deswegen der Kredit im Land gar nichts nutzt im Ergebnis. Naja, wie gesagt, also wenn es um odiose Schulden geht, also verabscheuungswürdige Schulden, odious debts, dann ist aus guten Gründen ist die Voraussetzung, dass beides zutrifft, dass nämlich der Kredit keinen Nutzen gebracht hat und dass er auch von einer nicht legitimierten Regierung aufgenommen worden ist. Die Regierungen Ecuadors waren im Prinzip natürlich zunächst mal legitime Regierungen. Da sollte niemand von außen das Recht haben zu sagen, eine der Vorgängerregierungen von Rafael Correa ist nicht legitim gewesen. Da hätte extern niemand das Recht zu gehabt, genau wie in Griechenland natürlich heutzutage niemand das Recht hat, eine Regierung für illegitim zu erklären. Das ist eine Regelung, die kann zutreffen in Fällen von Despoten, wie wir sie in manchen Ländern erlebt haben. Darf ich etwas unterbrechen? Mhm. Das stimmt also nicht so ganz, was Herr Kaiser gesagt hat. Man muss eben erinnern, dass unsere Außenschulden wuchs unter einer Diktatur in den 70er Jahren. Und eine Diktatur ist eben das beste Beispiel einer illegitimen Regierung. Vielleicht beziehen Sie sich auf die demokratischen Regierungen in den 80er Jahren, die weiter mit dieser Praxis also gemacht haben, aber unsere Außenschulden, also begann im Jahre 1972, 1973 unter einer Militärdiktatur. Mhm, das ist richtig. Also ich habe mich auf das bezogen, auf die Schulden, die aus der Zeit danach kamen. Sie haben recht im Blick auf die Phase der 70er Jahre. Und die odious debts oder die illegitimen Schulden, das sind die Schulden, die man vorab aussortiert, die vorab zu streichen sind. Und dann braucht es doch beim Schuldenschnitt einen Kompromiss zwischen Gläubigern und Schuldnern. Ja, das wäre das ideale Verfahren. Im tatsächlichen Schuldenmanagement findet natürlich weder das eine noch das andere statt. Also es gibt weder eine tatsächlich, bislang jedenfalls im existierenden Schuldenmanagement, es gibt weder eine sinnvolle Überprüfung der Schulden auf ihre Legitimität. Das hat zum Beispiel im Pariser Club, da wo Ecuador konkret umgeschuldet hat, sind diese Fragen nie gestellt worden.
Da gibt es so etwas nicht. Und es gibt natürlich auch, weil es im Moment kein faires Forum gibt, in dem tatsächlich über Schulden verhandelt werden könnte, sondern eben Institutionen wie den Pariser Club oder den Londoner Club, wo die Gläubiger Partei sind, aber gleichzeitig sich die Entscheidungsgewalt vorbehalten. Deswegen gibt es auch keine Kompromisse zwischen den Ansprüchen, sondern die Gläubiger entscheiden darüber, ob ein Land Zahlungserleichterungen bekommt oder nicht. Welche Erfahrungen gibt es bisher mit Schuldenschnitten von Staaten, die entweder einer internationalen Währungsgemeinschaft angehören oder die Währung eines anderen Landes haben oder ihre Währung an die Währung eines anderen Landes gekoppelt haben? Also das interessanteste Beispiel wäre in dem Zusammenhang wahrscheinlich die sogenannte HIPIC-Entschuldung, also die Entschuldung unter der Entschuldungsinitiative für die Heavily Indebted Poor Countries, die armen, hochverschuldeten Staaten. Das ist eine Initiative von Weltbank und Währungsfonds seit 1996. Da sind eine Reihe von Ländern entlastet worden, die in Westafrika, die Gemeinschaftswährung CFA hatten und haben. Und da muss man sagen, dass man tatsächlich Fiskalpolitik und Währungspolitik auseinanderhalten muss und kann. Da haben diese Länder sich nicht anders verhalten und hatte auch die Entlastung keine grundsätzlich anderen Konsequenzen als etwa in Ländern, die unter dieser gleichen Initiative entschuldet worden sind, aber noch jeweils eine eigene Währung haben. Das lag natürlich auch im Wesentlichen daran, dass Länder nicht in ihrer eigenen Währung verschuldet waren, anders als beispielsweise Griechenland heute, sondern dass es sich ohnehin um Fremdwährungskredite gehandelt hat. Also die lautet nicht auf CFA-Fonds, dem Beispiel. Genau. Können Sie einige Länder nennen, die dort einen Schuldenschnitt gemacht haben? Ja, der Senegal zum Beispiel, Burkina Faso, die Elfenbeinküste. Also die meisten westafrikanischen, französischsprachigen Länder gehören zur CFA-Zone, beziehungsweise zu den beiden CFA-Zonen, die es gibt. Einige Fragen an Herrn Paraskevopoulos von der griechischen Partei Syriza. Herr Paraskevopoulos, Ihre Partei fordert einen Schuldenschnitt oder eine Neuverhandlung für Griechenland. Wie wollen Sie das durchsetzen und gleichzeitig im Euro bleiben? Ich glaube, das hat mit dem Euro überhaupt nichts zu tun. Wir haben gesagt, wir werden diesen Vertrag, den wir jetzt haben, kündigen, weil wir nicht imstande sind, die Konditionen zu erfüllen. Wir sind nicht imstande, weiter Gehälter und Renten zu kürzen. Wir wollen auch nicht das Staatsvermögen zu verkaufen, weil all dies dazu führt, dass die griechische Wirtschaft ruiniert wird und letzten Endes weder die griechischen Schulden bedient werden können, noch Griechenland im Euro bleiben kann. Das heißt, diese Politik, die jetzt geführt wird, die führt dazu, dass Griechenland aus dem Euro austritt. Unserer Meinung nach führt sie auch dazu, weil sie ja nicht nur Griechenland betrifft, sondern auch andere Länder der Eurozone, führt auch dazu, dass die Eurozone überhaupt zerstört wird, also praktisch implodiert, in sich zusammenfällt. Was wir sagen, ist, dass falls wir die Wahl gewinnen, und es sieht so aus, als würden wir sie gewinnen, werden wir unseren Partnern mitteilen, dass wir ein Gesetz ins Parlament einbringen wollen, wonach die Verträge für ungültig erklärt werden. Und wir bieten ihnen Verhandlungen an darüber, über die Fortführung der Schulden, ob es eben ein Moratorium gibt oder ob es einen großen Schuldenschnitt gibt. Es gab allerdings einen Schuldenschnitt, wie Sie wissen, für einen Teil der Schulden, nämlich die Schulden, die von Privaten gehalten wurden, wurden um 53% gekürzt. Allerdings führte das dazu, dass auch Staatsanleihen gekürzt wurden, die von der griechischen Sozialversicherungsorganisation gehalten wurden, sodass der Staat nun diese Gelder an diese Organisation zurückerstatten muss, also ist es kein Schuldenschnitt. Und auch der Staat ist nun gezwungen, die griechischen Banken zu rekapitalisieren, weil eben die griechischen Banken auch einen Teil der Schulden hielten. Und auch die griechischen Universitäten und Krankenhäuser und so weiter.
Und das ist nun führt dazu, dass der Staat weiter verschuldet wird, trotz des Schnittes. Der einzige Gewinner dieses Schnittes und des Memorandums mit der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds waren die Banken. Nämlich darum, weil die griechischen Staatsanleihen international in 20 oder 30% ihres Wertes gehandelt wurden. Und die Banken haben dafür 47% ihres Wertes bekommen. Also sie haben einen Gewinn gemacht. Wenn sie die Staatsanleihen Gebrauch gekauft haben, oder zumindest ohne die... Wenn eine Bank oder ein Hedgefonds oder irgendwas oder private Leute eine griechische Staatsanleihe in der Hand hätten, dann hätten sie diese Staatsanleihe nur zu 20% ihres Wertes verkaufen können. Also sie hielten nicht beispielsweise 1 Million, sondern 200.000 Euro. Und der griechische Staat hat ihnen dafür neue Anleihen im Wert von 47% des Nominalwertes gegeben. Das heißt, die Banken, die haben einen Gewinn gemacht. Es gab auch einige, die eben diese Staatsanleihen gekauft haben und so etwa 30% des Wertes gezahlt haben, und die haben jetzt 47% bekommen, also haben einen guten Gewinn gemacht. Sind die Konditionen. Das Wichtigste ist das, was Griechenland nach diesen Verträgen machen muss, was ich Ihnen eben vorhin beschrieben habe, und das führt zum Ruin seiner Wirtschaft. Ich glaube aber nicht, dass diese Konditionen Griechenland aufgezwungen wurden. Das ist nicht so. Weil die griechischen Regierungen, die wollten das. Sie haben immer wieder in den letzten 20 Jahren versucht, solche Maßnahmen durchzuführen, beispielsweise die Privatisierung von Betrieben, die Privatisierung von Universitäten und so weiter. Und sie sind daran gescheitert, am Widerstand der Bevölkerung. Also die Krise, die Schuldenkrise, die war ein guter Anlass, um schnell dieses Programm durchzuführen. Und das haben sie versucht, in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds und den Behörden der Europäischen Union. Während 2010 die Auflagen noch nicht so heftig aussahen, wie man es vom IWF sonst in vielen Ländern kennt, ja. Inzwischen sind wir ja schon längst nicht mehr bei der ersten Rentenkürzungsrunde. Es sollen 150.000 Staatsbedienstete entlassen werden. Es sollen behördliche, hoheitliche Aufgaben an Privat vergeben werden. Entschuldigen Sie, da muss man notieren, dass Griechenland in der Eurozone das Land mit der niedrigsten Beamtenquote ist. Insgesamt. Weil alles andere, zum Beispiel die griechischen Staatsbediensteten sind 7,8% der arbeitenden Menschen. In Deutschland sind das 9,6, in Frankreich 15. Also Griechenland hat eine sehr geringe Beamtenquote, Staatsbedienstetenquote, und das sieht man auch, das merkt man daran, dass die Krankenhäuser und die Schulen und Universitäten mangelhaft funktionieren, weil eben im Personal fehlt. Und auch die Steuerämter. Man sagt immer, dass Griechenland keine Steuern eintreibt, aber die Steuerämter, die haben keine Beamten. Um Zahlenbeispiele wiederzubringen, Frankreich hat eine fünfmal so große Bevölkerung und zwölfmal mehr Steuerbeamte. Holland hat 30% mehr Einwohner und die dreifache Anzahl von Steuerbeamten und so weiter. Also es geht nicht darum, das ist alles nicht wahr, was gesagt wird, das sind Vorwände. Es wird eine Politik betrieben, deren einziger Zweck es ist, die Staatsquote insgesamt zu vermindern, damit Private aus dem Ausland und dem Inland billig griechische Staatsschulden kaufen. Mich würde interessieren bezüglich der Kürzung im Gesundheitswesen. Ich habe mir das aktuelle Memorandum of Understanding durchgelesen. Und was ich dort lese, dieses Memorandum of Understanding von Februar,
dass die Kürzungsmaßnahmen, die dort ausdrücklich genannt sind, sind bei weitem nicht so drastisch wie das, was ich höre, was in den Krankenhäusern wirklich los ist, dass wirklich Dialysepatienten oder Krebspatienten ihre medizinische Versorgung oft nicht bekommen. Woran liegt das? Liegt das an den zahlenmäßigen Kürzungsvorgaben oder liegt es daran, dass Leute ihre Versicherungsbeiträge nicht mehr zahlen können? Es liegt daran, nicht, dass die Leute, die Versicherungsbeiträge, die werden ja von den Arbeitgebern gezahlt. Und es liegt auch daran, dass viele Betriebe geschlossen sind und eben keine Versicherungsbeiträge mehr zahlen und keine Menschen beschäftigen, dass die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Es liegt aber auch daran, und das ist eine lange Geschichte, das ist jetzt nicht geschehen, das geschieht nicht jetzt seit kurzem, sondern seit Jahrzehnten in Griechenland, dass der griechische Staat bewusst ein Auge zugedruckt hat, wenn Unternehmer die Sozialversicherungsbeiträge nicht zahlten, zurückhielten oder auch ihre Steuern nicht bezahlten. Das war eine merkwürdige griechische Wachstumspolitik. Nach dem Motto, je mehr Geld bei Privaten bleibt, desto mehr investiert wird, und das ist Quatsch. Das ist eben nicht passiert. Das Einzige, was passiert ist, ist das, was Sie eben sagen, dass das Gesundheitswesen in Griechenland zerstört wird. Aber die jetzigen Maßnahmen, die gehen viel weiter. Da werden ganze Kliniken geschlossen. Teile von Krankenhäusern werden geschlossen. Und das führt dazu, dass die Menschen in engen Räumen gepfercht werden. Und das führt eben auch dazu, dass die Krankenhäuser Geld an die Lieferanten von Medikamenten schulden und diese Lieferanten eben nicht mehr Medikamente an die Krankenhäuser liefern. Und auch, dass Schulen zusammengelegt werden, das heißt, dass die Anzahl der Schüler pro Klasse ständig steigt. Wenn ich richtig informiert bin, will Syriza einen Marshallplan für Griechenland. Wie soll das funktionieren? Wer soll das bezahlen? Was soll damit finanziert werden? Das ist nicht ganz richtig. Der Vorschlag nach einem Marshallplan für Griechenland kam zuerst von der deutschen Partei Die Linke. Oskar Lafontaine hat es formuliert und wurde von Teilen des Deutschen Gewerkschaftsbundes unterstützt. Natürlich wäre es gut, wenn die Europäische Union sich darauf verständigen könnte, ihre wirtschaftlich schwächeren Länder zu unterstützen. Natürlich. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, um eine Währungsunion aufrechtzuerhalten. Eine Währungsunion können nur auf Solidarität beruhen. Das ist ja auch das Prinzip, nach dem Staaten funktionieren, wo es eben einheitliche Währungen gibt, dass die reicheren Regionen an den ärmeren Regionen unter die Arme greifen. Aber das ist heute in der Europäischen Union nicht durchsetzbar. Ein Marshallplan allerdings, der zu den Konditionen, die gewährt würde, das Memorandum hat, den würden wir ablehnen. Wir wollen keine Hilfe haben, die uns vorschreibt, dass wir Krankenhäuser schließen. Und wir wollen mehr Krankenhäuser, nicht weniger. Wie stehen Sie zu Eurobonds oder projektgebundenen Eurobonds namens Projektbonds, wo die Staaten gemeinsam Schulden aufnehmen? Ich glaube, sehen Sie, ich persönlich bin ein Stabilitätsfanatiker. Aber immerhin, ich glaube, dass die Staatsausgaben besser durch Steuern finanziert werden können, als durch Anleihen. Projektbonds sind ja in der Europäischen Union vor langer Zeit vorgeschlagen worden und eben abgelehnt. Ich glaube, dass Projektbonds vernünftig wären, wenn es um große europaweite Investitionen geht. Aber Eurobonds, die mit solchen Konditionen geknüpft sind, wie beispielsweise die Kredite, die der
die an Griechenland, Portugal, Irland und so weiter gewährt werden. Solche Eurobonds wären das schlechteste Mittel. Und die würden wir auch abgeben. Es kommt immer darauf an, was man macht und wozu. Es wäre gut, wenn die Europäische Union gemeinsam große Projekte führen würde. Es wäre gut, wenn die Europäische Union dafür sorgen würde, dass auch ihre schwächeren Teile billigere Kredite aufnehmen können. Aber die Frage ist, zu welchen Konditionen? Und wir glauben, dass auch wenn jetzt die Geldzahlungen der Europäischen Union gestoppt werden, womit uns gedroht wird, dass dies zwar nicht schön, aber auch nicht so schlimm ist. Denn diese Zahlungen, die gehen ja direkt an die Gläubiger. Die griechische Bevölkerung hat überhaupt nichts davon. Was wir machen müssen, ist unseren Haushalt ausgleichen. Und ich glaube, das geht. Der griechische Haushaltsdefizit ist 1,5 Milliarden Euro bei insgesamt über 50 Milliarden. Der Rest ist Schuldenbedienung. Und wenn das ausfällt, für eine Zeit, dann können wir unseren Haushalt ausgleichen und können auch Investitionen durchführen, staatliche Investitionen durchführen und unsere Wirtschaft ankurbeln. Dann habe ich noch eine Frage an alle drei Gesprächspartner. Gesetzt den Fall, dass alle odious debts, also widerlichen Schulden, und alle illegitimen Schulden gestrichen werden und nur noch die legitimen Schulden übrig bleiben und das Geld nicht reicht, um alle Ansprüche, legitimen Ansprüche der Gläubiger und alle legitimen Ansprüche der Einwohner des Schuldnerlandes zu erfüllen. Wie findet man dann einen fairen Kompromiss zwischen den Rechten der Gläubiger und den Rechten der Einwohner des Landes? Ich glaube, dass der erste Schritt, den man auf jeden Fall begehen muss, und wir sind diesen Schritt begangen, ist ganz genau zu wissen, zu kennen und zu veröffentlichen, wie der Schuldenprozess in Ecuador entstanden ist, wo sind diese nicht erträgliche Schulden Strecken da, wie das gemacht wurde, damit die Leute ganz genau wissen, damit die Bevölkerung also davon gelernt hat. Dann, wir haben unseren Audit das geschafft und wir haben es ganz genau gesagt, diesen nicht erträglichen Schuldenstrecken zahlen wir nicht. Das ist eine Position, eine ganz harte Position von Ecuador gewesen. Und wie gesagt, kein Bank, nicht mal die Währungsfonds, hat sich gerührt, weil die wussten ganz genau, dass wir in der Hand hatten eine äußerst wichtige Waffe, und zwar das Audit der Schulden. Und wir konnten in jedem Gericht beweisen, wie das zustande kam. Entschuldigen Sie, darf ich etwas fragen? Ja. Bitte. Darf ich eine kurze Frage? Haben Sie auch an den Währungsfonds nicht weitergezahlt? Haben Sie auch Schulden, die Sie an den Währungsfonds hatten, geschnitten? Ja, genau. Also es sind Teile davon, die an verschiedenen Gläubiger, dass wir nicht bezahlt haben. Nein. Der Währungsfonds hat weiterhin seine Forderungen bezahlt bekommen. Es waren aber nur noch sehr, sehr wenige. Das Einzige, was nicht bezahlt worden ist, sind zwei Anleihen, die in den Jahren 2015 und 2030 fällig geworden wären. Also so gesehen betraf der Schuldenschnitt wirklich nur Privatgläubiger, die Anleihegläubiger gewesen sind. Ja, das meinte ich, also ich habe mich falsch ausgedrückt. Aber das Wichtigste überhaupt ist also, dass wir diese Entscheidung getroffen haben und dann haben wir genügende Mittel, genügend Geld gehabt, also um überhaupt im Lande zu investieren.
Wir haben eine seit der Weltfinanzkrise im Jahre 2009, wir haben eine total andere Wirtschaftspolitik getrieben, als was immer vorgesagt wird. Wir haben eine gegenzyklische Wirtschaftspolitik, das heißt, statt zu sparen und unser Volk also kaputt zu sparen, wir haben ständig investiert. Das Land, unser Staat hat ständig investiert und das hat sich jetzt gezeigt, also das ist also die beste Politik überhaupt gewesen. Ich habe schon vorhin erwähnt, wir wuchsen im Jahr 2011 auf 8% im Bruttoinlandsprodukt. Und das heißt, allein das Audit, welche Schulden sind illegitim gewesen, hat zu einer solchen Schuldenreduzierung geführt, dass keine weiteren Kompromisse zulasten der Gläubiger gemacht werden mussten. Wir zahlen noch, wir haben noch also unsere Außenschulden. Heute beträgt also der Dienst also für diese Außenschulden zwischen 17-20% unseres Budgets, was früher, wie gesagt, zwischen 46, wie in manchen Jahren bis 64% betragen hat. Wir zahlen noch die anderen, also was selbstverständlich übrig geblieben ist. Also wir zahlen das, aber es sind sehr viele Mittel frei geworden, um überhaupt diese Investitionen durchzuführen. Ja, meine Frage auch an Herrn Kaiser. Wenn man den Teil der Schulden vorab aussortiert hat, der odious debt ist oder illegitim ist, und es verbleiben noch nur noch legitime Schulden, und gesetzt den Fall, dass dann immer noch sich zeigt, dass man nicht alles erfüllen kann, alle Ansprüche der Bevölkerung, alle Ansprüche der Gläubiger. Wie findet man da ein gerechtes Maß? Also ich glaube, die entscheidende Frage dabei ist die Frage, wer eigentlich entscheidet. Also ich bin nicht ganz der Meinung des Botschafters, dass das im Fall der ecuadorianischen Schulden, die Gegenstand des Audits gewesen sind, dass es da keine Möglichkeit gegeben hätte, diese Entscheidungen vor Gericht anzufechten. Die Ergebnisse des Audit, die haben eigentlich in Ecuador mit dem Schuldenerlass, der dann 2008 durchgesetzt worden sind, nichts zu tun gehabt, sondern illegitim waren tatsächlich nur sehr wenige Schulden, die wir im Rahmen des Audit untersucht haben. Was Ecuador gemacht hat 2008, war aus einer sehr starken und wirtschaftlich vernünftigen Position heraus, die Gläubiger zu zwingen, ein Angebot zu akzeptieren, so wie das inzwischen auch eine Reihe von anderen Schuldnerländern machen konnten, die in einer relativ starken ökonomischen Position gewesen sind. Das sind aber zwei unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, dass wenn wir über Griechenland reden, dass dann auch im Falle von Griechenland man mit Begriffen, also mit einem kohärenten Begriff von illegitimen Schulden, nur einen sehr, sehr geringen Teil der griechischen Schulden überhaupt erfassen kann. Das hat noch keiner von uns gemacht. Deswegen kann man das nicht wirklich vorhersagen, aber meine Vermutung ist, dass das nur einen sehr kleinen Teil der Schulden betreffen wird. Das Wichtige ist, aus unserer Sicht die Frage, wer entscheidet eigentlich darüber, was tragfähige Schulden sind. Ja, es ist bei souveränen Schulden ja nicht so wie bei etwa Schulden, bei der Überschuldung von Unternehmen, dass es so etwas wie einen Insolvenzrichter gibt oder überhaupt eine neutrale Instanz, die eine Entscheidung trifft, sondern die Gläubiger sind Kläger und Richter in einer Person. Und auf diesem Hintergrund ist es auch zu erklären, dass in Griechenland der Schuldenerlass oder der Schuldenschnitt, der dann, wie Herr Papadopoulos eben beschrieben hat, der dann umgesetzt worden ist, dass der im Grunde dem Land überhaupt gar nicht geholfen hat, sondern was wir erlebt haben, waren 2 Jahre Insolvenzverschleppung, die 109 Milliarden, die vielleicht im April 2010 noch hätten ausreichen können, um Griechenland, wir haben das mal ausgerechnet, so in die Größenordnung von 80% des BIP zu bringen, die sind dadurch, dass Griechenland keine Institution hatte, an die es sich hätte wenden können, keinen Gerichtshof, keinen Insolvenzrichter, nichts. Dadurch sind die Schulden 2 Jahre lang immer weiter gestiegen, das BIP ist immer weiter gesunken und die 109 Milliarden Schuldenschnitt
haben dann nur noch gereicht oder reichen im besten Fall überhaupt noch, um das Land auf die 129% zu bringen, die der Internationale Währungsfonds ausgerichtet hat. Und der Schlüssel dafür ist unserer Ansicht nach tatsächlich, dass es so etwas wie die Möglichkeit einer geregelten Insolvenz für Staaten geben muss, dass Staaten, genau wie Unternehmen, Schutz vor den Ansprüchen ihrer Gläubiger in Anspruch nehmen können, so wie Herr Pavropoulos gesagt hat, eine Zeit lang ein Moratorium haben oder eben einen größeren Teil, sinnvollen Teil der Schulden gestrichen bekommen, um dann tatsächlich so etwas wie einen Neuanfang zu haben. Dafür gibt es auch in der Geschichte von Staatsüberschuldung einige wenige sehr interessante Beispiele, etwa Indonesien 1969, an denen man sich orientieren könnte. Aber dass die Gläubiger diese Lücke nicht gefüllt haben, das ist, glaube ich, das entscheidende Defizit. Wer hat denn 1969 bei Indonesien das Verfahren geleitet? Geleitet hat es ganz formal noch der Pariser Club, also eine Gläubigerinstitution. Was die Gläubiger aber gemacht haben, was daran lag, dass es eine sehr komplizierte Gläubigerstruktur gab mit der Sowjetunion damals als Nicht-Club-Mitglied, als wichtigstem Gläubiger, den man unbedingt ins Boot holen musste, war, dass man beschlossen hat, wir suchen uns eine neutrale Instanz, jemand, der selbst keine Aktien in diesem Geschäft hat, der darüber so etwas wie ein Gutachten erstellt, welchen Schuldenschnitt Indonesien eigentlich benötigt. Das war damals eine ausgesprochen kontroverse Figur, die das gemacht hat, nämlich ein deutscher Banker namens Hermann Josef Abs. Aber die Analyse, die er angestellt hat, die war sehr treffend. Und das führte dazu, dass Indonesien einen Schuldenschnitt von fast 50% damals bekommen hat, was die also in Barwertgrößen berechnet. Und das hat geholfen, dass anders als in den Ländern, die im Pariser Club immer und immer und immer wieder umschulden mussten, Indonesien tatsächlich so etwas wie einen Ausstieg aus seinem Verschuldungsproblem erreicht hat. Ich erinnere mich an... Meiner Meinung nach, so wie ich erinnere, hat auch Deutschland einen Schuldenschnitt bekommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Darauf wollte ich eingehen. Ja. Es gibt ein Verfassungsgerichtsurteil, das heißt Waldenfels-Urteil. Und da habe ich mich mit beschäftigt, ein Bericht in den Financial Times Deutschland war das erwähnt worden. Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg selber einen souveränen Staatsbankrott entschieden. Das war, nachdem Deutschland sich eine neue Verfassung oder ein neues Grundgesetz gegeben hatte. Und da hat eine Frau Waldenfels geklagt, weil sie nicht zu den Gläubigern gehörte, die noch Geld bekommen sollten. Und dann hat das Verfassungsgericht gesagt, dass aus demokratischen und sozialen Gründen dürfte kein Staateninsolvenzverfahren stattfinden, also um die Souveränität des Staates zu schützen, kein auswärtiger Insolvenzverwalter, und hat gesagt, dass soweit es eben notwendig ist, für bestimmten sozialen Gründen ein Staat, selbst wenn er bankrott ist, neue auch Ausgaben tätigen darf und dass der Staat sich aber auch nicht willkürlich zulasten seiner Gläubiger entschulden darf. Das war damals eine Situation, wo Deutschland viele Flüchtlinge aufzunehmen hatte und wo viel durch den Krieg zerstört war, also viele Menschen obdachlos waren, viele Menschen gehungert haben, das Gesundheitswesen noch längst nicht wieder voll aufgebaut war, wo aber Deutschland auch ein Regime gehabt hatte, wo ja die deutschen Wähler auch zum gewissen Teil selbst daran schuld waren, dass es dieses Regime gab, das solche Verbrechen begangen hat und auch eben Schulden finanziert, dass man, denke ich, sehr wohl auch von Audis Debt sprechen könnte. Nein. Also es sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die Entschuldung Deutschlands im Londoner Schuldenabkommen von 1953. Genau. Das bezog sich aber auf ungeschuldete Reparationsforderungen aus dem Ersten Weltkrieg zur einen Hälfte, und zur anderen Hälfte bezog es sich auf Wiederaufbauhilfe nach dem Zweiten Weltkrieg, also Marshallplan und andere Mittel. Die Nazis haben fast keinen Kredit bekommen. Also in dem Sinne ist Odious Debts da keine Kategorie, mit der man... Außer die Nazis haben einen Kredit bekommen, von dem ich weiß, denn nämlich ein Kredit vom besetzten Griechenland. Und den weigert Deutschland sich immer noch zurückzuzahlen. Ja, der war auch ausdrücklich nicht Teil des Londoner Schuldenabkommens, ja, weil er von Deutschland zu der Zeit nicht anerkannt war. Also das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte. Also, dass es da Ansprüche gegeben hat, die eigentlich moralisch hätten bestehen müssen, aber dann nicht Teil des Abkommens gewesen sind. Was Deutschland aber tatsächlich erreicht hat, war eine Entlastung, die Deutschland einen Neustart ermöglicht hat.
Übrigens von einem Niveau aus, das ungefähr so niedrig war, wie das Ecuador hat im Jahr 2008. Also Ecuador hat im Jahr 2008 kein existenzielles Schuldenproblem gehabt, hat aber trotzdem fiskalischen Spielraum geschaffen für Investitionen in Armutsbekämpfung durch einen Schuldenerlass von diesem relativ niedrigen Niveau aus. Und genau das Gleiche hat Deutschland 1953 auch erreicht und genau das Gleiche wird Griechenland heute verwehrt. Herr Paske-Wopoulos, Herr Paske-Wopoulos, von dem legitimen Teil der Schulden her. Ich stimme mit Herrn Kaiser überein über die Legitimität der griechischen Schulden. Man kann kaum von illegitimen Schulden in Griechenland sprechen. Griechenland haben sich demokratische Regierungen verschuldet, unter Kontrolle von demokratisch gewählten oder legitimierten Gremien. Man kann nicht von illegitimen Schulden sprechen, oder kaum. Und wenn jetzt ein Land, wenn man jetzt den legitimen Teil der Schulden nimmt und ein Land nicht in der Lage ist, gleichzeitig alle Ansprüche seiner Bürger zu erfüllen, gerechtfertigt und auch nicht, und gleichzeitig alle Schulden zu bezahlen. Wie findet man da ein gerechtes Maß, einen gerechten Kompromiss zwischen Einwohnern und Gläubigern? Was heißt allen Ansprüchen der Bürger? Es gibt bestimmte Sachen, die man unbedingt machen muss. Also zum Beispiel das Gesundheitswesen, das Bildungswesen. Da kann man nicht sagen, also ich verzichte auf einen Teil der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung, um Schulden zu bezahlen. Das sagen wir, das geht nicht. Und ebenfalls kann man nicht, jedenfalls wir akzeptieren es nicht, dass das Land wirtschaftlich ruiniert wird. Das ist das große Problem, dass Griechenland, dass das griechische Bruttosozialprodukt inzwischen etwas weniger als 20% gesunken ist. Und das kann sich nicht fortsetzen. Das ist aber sowohl für Griechenland auch für die Gläubiger wichtig. Weil wenn das so weitergeht, dann ist es ganz sicher, dass Griechenland seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Dieses ganze Projekt der Umschuldung und Bedienung der Schulden nach dem Programm des Internationalen Währungsfonds und der EU ist eine Orgie der Unvernunft. Natürlich ist das nicht unvernünftig. Natürlich stecken dahinter Interessen, und die Interessen, die dahinter stecken, nach meiner Meinung, ist die Umwandlung ganz Europas nach neoliberalen Kriterien. Und dafür wird Griechenland, Portugal, Irland, werden diese Länder als Versuchskaninchen benutzt. Mit Anlass ihrer Schuldenkrise. Das ist das wichtige Problem. Aber ich glaube nicht, dass das gelingt. Und das gelingt nicht, weil, wie jetzt in Griechenland, auch in anderen Ländern sich etwas regt. Und in Ländern, in denen man es nicht erwarten würde. Ich habe mir die Umfrageergebnisse in Holland angesehen, das sieht nicht gut aus für diese Politik. Was halten Sie denn davon, die verfassungsmäßigen Rechte oder die Menschenrechte, die in dem Schuldnerland insgesamt gelten, als Maß für den Kompromiss zu nehmen? Genau das wollen wir machen. Wenn ich da eine Sache vielleicht noch ergänzen darf, die wichtigste Lektion, die Griechenland aus der Erfahrung von Ecuador lernen kann, hat gar nicht so sehr zu tun mit der Frage von Legitimität oder Illegitimität, sondern die hat damit zu tun, dass der Spielraum, der politische Spielraum eines Schuldnerlandes eigentlich viel größer ist, als man gemeinhin annimmt, weil verschuldete Länder grundsätzlich immer unter dem Diktat von Pariser Club, Weltbank, Währungsfonds gestanden haben und eigentlich gelernt haben, verstanden haben, gesagt bekommen, nur das, was wir an Wegen euch aufzeigen, nur die Wege und diese Instrumente könnt ihr wirklich gehen. Und was Ecuador gezeigt hat, ist, dass ein Land tatsächlich eigene Maßnahmen ergreifen kann. Wenn Griechenland im April 2010
gesagt hätte, wir sind nicht mehr zahlungsfähig, wir stellen alle unsere Zahlungen ein, wir leisten Goodwill-Zahlungen auf ein Treuhandkonto und im Übrigen erwarten wir, dass die Gläubiger mit uns auf Augenhöhe verhandeln, um zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen, was tatsächlich unsere Menschenrechte auch berücksichtigt. Dann hätten die Gläubiger nicht viele Möglichkeiten gehabt, und zwar genau das aus dem Punkt, den Herr Pavlopoulos eben gesagt hat, dass eben der ganz größte Teil der Zuflüsse sofort wieder in den Schuldendienst fließt. Aber das ist tatsächlich die Herausforderung, wo Griechenland auch ein bahnbrechendes Beispiel für sein kann, für ein solches Verfahren. Das setzt aber voraus, dass man dann tatsächlich auch zu einer Lösung kommt, die alle Seiten als fair empfinden können. Im Moment will ja die Troika so ein Treuhandkonto, fragt sich nur, wer die Kontrolle über das Konto hat, wonach das entschieden wird. Die Treuhand will etwas ganz anderes. Ja, genau. Das ist was ganz anderes. Also diese Treuhandgesellschaft in Griechenland gegründet worden ist, das ist nach dem Muster der deutschen Treuhand. Das ist etwas ganz anderes. Sie hat das gesamte Vermögen des griechischen Staates bekommen und soll es veräußern. Nachdem, wie die Schulden bedient werden können. Wir wollen diese Treuhand auflösen. Die Privatisierungsgesellschaft, die Treuhandgesellschaft. Ja, genau. Ich meinte jetzt dieses Treuhandkonto oder dieses Sperrkonto, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe mir die Auflagen durchgelesen, sollen doch alle griechischen Staatsannahmen auf dieses Sperrkonto gehen. Nicht alle. Es sollen erstmal die Kreditzahlungen an dieses Konto durchgeführt werden und dann so viel von den Staatseinnahmen, wie nötig sind, um den Schuldendienst zu leisten. Ja, das werden wir ganz sicherlich nicht machen. Sie sagten, alles Staatseigentum soll dieser Privatisierungsgesellschaft, dieser Treuhandgesellschaft, wenn man übertragen. Heißt ist das, schon, ist schon übertragen. Auch, soll nicht, ist. Das heißt, die gesamte Einrichtung der Daseinsvorsorge, auch hoheitliche Einrichtungen? Nein, das sogenannte private Vermögen des Staates. Und jetzt macht Griechenland ja auch, bekommt ja Unterstützung, ein Grundbuch zu machen. Das heißt, das Grundbuch zu verbessern, alle Grundstücke zu erfassen. Das ist nur so eine Geschichte. Es gibt zwei traurige Geschichten in Griechenland. Das eine ist das Grundbuch. Der erste Beschluss für ein Grundbuch wurde in Griechenland Mitte des 19. Jahrhunderts gefasst. Und bis heute gibt es keins. Und der zweite Beschluss war über ein Vermögensregister der griechischen Bürger. Der Beschluss wurde 1893 gefasst und es gibt immer noch keins. Da bin ich mir nicht so sicher, dass das ernst gemeint ist. Aber das müssen wir haben, natürlich. Ich frage es deshalb, weil da auch steht, wenn die Grundstücke, die man dann eben erkennt, die zumindest dem Staat gehören, dass die ja noch alle verkauft werden sollen, soweit es der Schuldendienst erfordert. Die sollen verkauft werden. Ja. Und das würde ja wahrscheinlich auch dieser Treuhandanstalt dann zugemacht. Verkauft oder wirtschaftlich genutzt werden. Wirtschaftlich genutzt heißt zum Beispiel hier in Athen, dass das alte Flughafengelände bebaut wird. Also an Private verkauft und bebaut wird. Was mich noch interessieren würde, wenn es kein Grundbuch gibt in Griechenland. Es gibt ja viele Langzeitarbeitslose in Griechenland, ja, die gar kein Geld mehr vom Staat bekommen. Ja. Sind die Leute dann aus Land gezogen, um sich mit Nahrung zu versorgen? Bekäme Griechenland ein Landlosenproblem, wenn man die Grundstücke lückenlos erfassen und dann verkaufen würde, soweit die Schulden? Das Agrarland in Griechenland, das ist ziemlich erfasst, nämlich von der Agrarbank. Das ist eine Bank, die sehr früh gegründet wurde als Genossenschaftsbank, das gehörte den landwirtschaftlichen Genossenschaften. Inzwischen ist sie eine AG und soll privatisiert werden. Diese Bank
hat das, das Kulturland erfasst. Das, was Sie jetzt meinen mit den Menschen, die wieder aufs Land gehen und dort landwirtschaftlich tätig werden, das sind meistens Menschen, die vom Land in die Städte gezogen sind früher oder ihre Eltern gezogen sind. Und die kehren jetzt auf den elterlichen Acker und bebauen ihn. Das ist was aktuell in Griechenland passiert. In ziemlich großem Ausmaß. Und ich finde, das ist nicht schlecht, dass Menschen wieder aufs Land kommen und die Landwirtschaft wieder in Gang kommt. Aber das sollte nicht unter diesen Bedingungen geschehen. Ich wollte aber nur noch ein Wort zu dem Schuldenschnitt sagen, wenn Sie mir erlauben. Wir hatten schon 2009 davon gesprochen, dass es einen Schuldenschnitt geben sollte. Und wir hatten gesagt, das muss aber ein selektiver Schuldenschnitt sein. Das betrifft, also die Selektion betrifft positive Selektion, also die nicht von einem Schuldenschnitt betroffen sein sollten, sind Pensionskassen zum Beispiel, griechische, aber auch ausländische. Da müssen Sie daran denken, dass bei manchen Menschen die Riester-Rente, die sie in Deutschland haben, gekürzt wird oder vermindert wird, wegen des Schuldenproblems der südlichen EU-Länder. Und da muss man schon Maßnahmen treffen. Das müssen europaweite Maßnahmen sein. Da kann nicht Griechenland etwas tun. Das bedeutet, also die Gläubiger würden sie nicht alle sagen, die müssen alle auf den gleichen Prozentsatz verzichten, sondern ein Kriterium ist wesentlich ist die Altersversorgung im Staatsanwalt. Beispielsweise. Oder wenn Kleinsparer so einen Teil einer Anleihe eines Staates haben und dieser Staat bekommt einen Schuldenschnitt, da kann man nicht wenn Menschen sagen, die Ersparnisse deines Lebens werden auf die Hälfte gekürzt. Das wäre auch in dem Sinne gar nichts sensationell Neues, sondern das macht sogar der Pariser Club, der bestimmte kleinere Forderungen, die unter einer sogenannten De Minimis-Grenze liegen, die manchmal 500.000 oder 1 Million US-Dollar beträgt, die dann ausdrücklich von einer multilateral abgestimmten Schuldenregelung ausnimmt. Also da müssten die Griechen das Rad jetzt nicht erfinden, sondern solche Perspektiven, kleine Anleger auszunehmen, das gibt es im Grunde schon. Es wird nur nicht angewendet. De facto wird es eher andersrum angewendet, dass man nämlich und Weltbank rausnimmt. Ja. Aber auch soziale Versicherungsträger. Ja, das Problem ist, wie Sie sagen, ist der Internationalen Währungsfonds, der sich auf keine Diskussion einlassen will. Ja, der auch bei anderen Staaten auf sogenannten Preferred Creditor Status beharrt, wofür es in manchen Zusammenhängen tatsächlich gute Gründe gibt, aber nicht uniform und überall und immer unter allen Umständen. Es gibt auch verschiedene Dokumente aus dem EU-Zusammenhang, wo gesagt wird, dass gerade diese Auflagen im Rahmen von Institutionen wie EFSF zum Beispiel oder auch ESM, dass sie streng sein sollen wie in der Praxis des Internationalen Währungsfonds, zum Beispiel eine Verlautbarung des ECOFIN-Rats, also ein Teil des Ministerrates vom 10.05.2010. Und es gibt auch weitere von Gipfel verlautbaren, dass die Auflagen sehr streng sein sollen. Und gerade deswegen finde ich es auch entscheidend, Alternativen zu hören, um ein richtiges Maß zu finden. Streng sollen sie sein, aber in welcher Richtung? Mhm. Wenn Staaten kreditiert wird, kann das natürlich nicht ohne Bedingungen sein. Keiner kann jemand Geld leihen ohne Bedingungen. Aber es kommt darauf an, welche Bedingungen. Wenn zum Beispiel die EU, Griechenland oder Portugal oder Irland sagen würde, ja, du besteuerst ja nicht deine reichen Bürger, wie es in Griechenland der Fall ist, dann würde ich auf diese Diskussion eingehen. Aber wenn sie fragen, ja, du kürzt ja nicht genug die Renten, dann kann man nicht darauf eingehen. Oder wenn man zu Griechenland sagen würde, ja, eure Militärausgaben sind zu hoch, sind die höchsten in Europa. Also ihr müsst da was machen. Dann würde ich darauf eingehen, auf so eine Diskussion.
Es gibt, in der Richtung gibt es ja auch Verfassungsgerichtsurteile, zum Beispiel, es gibt ja ähnliche Mechanismen mit der gleichen Troika, wo Lettland und Rumänien Geld geliehen bekommen haben. Ja. Die Rentner haben sich gewehrt und in Lettland, Urteil vom 22.12.2010, hat das Verfassungsgericht entschieden, bei den kleineren Rentnern durfte nicht gekürzt werden. Man kann nicht auf alle Renten den gleichen Prozentsatz anwenden. Und in Rumänien waren wohl die Renten so niedrig, da durfte gar nicht gekürzt werden. Ja. Und erstaunlicherweise aber beim Gesundheitswesen haben sich wenig Leute gewehrt, obwohl in Rumänien wahrscheinlich das Gesundheitswesen, wie ich gelesen habe, noch wesentlich härtere Kürzungen bekommen hat als in Griechenland, was man sich vielleicht in Griechenland kaum vorstellen kann. Ja, weil in Rumänien das Gesundheitswesen sowieso am Boden lag. Das kann natürlich sein. Wir haben ja schon in den 90er Jahren erhebliche Probleme gehabt. Genau. Wir hatten nicht das beste Gesundheitswesen Europas, aber ein funktionierendes. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussionsrunde. Bitteschön. Bitte sehr. Wird in Kürze beendet. Ganz herzlichen Dank für die Teilnahme. Ich hoffe, dass in der Sendung Inspirationen ausgehen, wie man gerecht mit Schulden umgehen kann. Hier ist der dritte Teil der Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio am 18.07.2013. Mein Name ist Volker Reusing. Jetzt kommt ein Rückblick und ein Ausblick in einem. Vielleicht können Sie sich noch erinnern, dass die deutsche Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, als es darum ging, der EU-Verfassungsentwurf, welcher ja den EG-Vertrag, den EU-Vertrag und die EU-Grundrechtecharta zu einer Verfassung zusammenfassen wollte, in den Niederlanden und in Frankreich vom Volk abgelehnt worden war, nun stattdessen den Lissabon-Vertrag zu machen, was heißt, es sollte keine Verfassung werden, es sollten drei getrennte Verträge bleiben. Aber der Lissabon-Vertrag, der EG-Vertrag, EU-Vertrag und Inhalte in den Anhängen dazu, sollte die Substanz des EU-Verfassungsentwurfs enthalten. Es gab aber schon ein paar Änderungen, sowohl bei der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik als auch bei dem folgenden Artikel. Wurde noch einiges geändert. Das Protokoll 26 zu den Verträgen der EU wurde da hinzugefügt und dessen Artikel 2 sagt, ich übersetze jetzt die englische Fassung. Das heißt, kann sein, dass es nicht wortwörtlich mit der deutschen Fassung übereinstimmt. Die Bestimmungen der Verträge berühren in keiner Weise die Kompetenz der Mitgliedstaaten, nicht wirtschaftliche Dienste von allgemeinem Interesse zur Verfügung zu stellen, zu vergeben und zu organisieren. Das Interessante ist, da steht ein und. Zur Verfügung zu stellen, zu vergeben und zu organisieren. In der Mitte steht zu vergeben. Eine ähnliche Vorschrift findet man in Artikel 14 AEU-Vertrag, ehemaliger EG-Vertrag. Das war auch im EU-Verfassungsentwurf schon drin. Da ging es um die Vergabe der Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Allgemeines Interesse heißt öffentliche Aufgabe und Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse ist mit gemeint Dienste, für die eher über Preise bezahlt werden, also grob gesagt Daseinsvorsorge. Und nicht wirtschaftliche Dienste von allgemeinem Interesse sind Dienste, die nicht Gewinn abwerfen sollen, die mehr steuerfinanziert sind. Also das grob gesagt der hoheitliche Bereich. Und da ist eine grundsätzliche Verpflichtung zur Vergabe an Privat, auch man nennt es auch sowas funktionelle Privatisierung, die Aufgabe bleibt staatlich, wird dann allerdings durch Private ausgeführt.
Das gehört zu einem Konzept namens Gewährleistungsstaat, also ein Staat, der vieles nicht mehr selber macht. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Idee, dass man Daseinsvorsorge nicht unbedingt alles selber machen muss, sondern auch private machen lassen kann. Und der Begriff wurde ausgedehnt und zum Beispiel in der Vereinigung Deutscher Staatsrechtslehrer in Deutschland wurde es diskutiert, zum Beispiel im Oktober 2002. Wenn man sich da den Tagungsband anschaut von der Vereinigung Deutscher Staatsrechtslehrer, wo sie sich im Oktober 2002 in St. Gallen, soweit ich mich entsinne, in der Schweiz getroffen haben, findet man da zu dem Thema einige interessante, aufschlussreiche Reden. Ja, zum Beispiel hat dort der heutige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Professor Dr. Voskuhle, für ein Modell des Gewährleistungsstaats geworben, aber nicht so radikal wie im Lissabon-Vertrag. Und Professor Dr. Schachschneider hat damals bei der Vereinigung Deutscher Staatsrechtslehrer dagegen argumentiert, haben aber verschiedene Professoren sich zu dem Thema geäußert. Im Lissabon-Urteil wurde das staatliche Gewaltmonopol bekräftigt, also praktisch auch eine weitere Maßgabe war, dass der Lissabon-Vertrag zwar in Kraft tritt, aber das staatliche Gewaltmonopol durfte nicht in Frage gestellt werden. Dieser Artikel 2 vom Protokoll 26 durfte also für Deutschland entweder nicht oder nur sehr eingeschränkt angewendet werden. Ja, und das ist aber damals nicht so überall rezipiert worden. Im Vordergrund stand die Frage der Kompetenzübertragung auf die EU. Das, was mir in den Klagen von Dr. Gorweiler stand, so findet sich zum Beispiel im Koalitionsvertrag Wachstum, Bildung, Zusammenhalt der gegenwärtigen Bundesregierung finden sich auch Passagen zur Vergabe von hoheitlichen Aufgaben an Privat, wenn Private das günstiger können. Und weitere Beispiele hat es seitdem gegeben bezüglich Privatisierung oder überlegter Privatisierung hoheitlicher Tätigkeiten in Deutschland. Im Oktober 2010 gab es dann eine Demonstration im Wuppertal und da gehörte ich zu den Hauptrednern damals bei der Demonstration. Ich möchte hier jetzt keine Reklame für bestimmte politische Parteien an dieser Stelle machen. Ich möchte mir gleich einen Rückblick erlauben, ein kurzer Redeausschnitt, der beleuchtet, was uns damals so bekannt war, verschiedene Juristen und andere Wissenschaftler, die für verschiedene Konzepte eines Gewährleistungsstaats sind, also wo hoheitliche Aufgaben in unterschiedlichem Umfang an Privat vergeben werden. Und zu zeigen, wird hier gerade in Deutschland auch unter Juristen stark diskutiert, unter Ausblendung, und dass die Massen, dass man es der Massenöffentlichkeit zeigt. Es ist nicht nur dieses Artikel 2 vom Protokoll 26 zu den Verträgen der EU, was der Lissabon-Vertrag eingefügt hat. Ja, ich möchte das zum Rückblick, das werden wir gleich zum Ausklang der Sendung hören. Und ich möchte einen Ausblick geben auf morgen. Morgen bin ich als Gast in der Sendung von Alexander Benisch bei Recentre. Und dort werden wir auch berichten zu einigen neueren Erkenntnissen, die wir inzwischen haben, was man schon so praktisch unternommen hat in Richtung Gewährleistungsstaat. Da gehe ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter ins Detail, um noch genug Stoff für die Diskussion morgen zu lassen. Und nun viel Vergnügen mit einem Überblick über das, was uns damals, Mai 2010, bekannt gewesen ist, welche bekannten Wissenschaftler und Juristen Überlegungen zum Gewährleistungsstaat angestellt hatten. Vielen Dank fürs Zuhören und am 1.8.2013 ist dann um 19 Uhr wie gewohnt, erster Donnerstag im August, die nächste Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Bleiben Sie uns treu, dann bis zum 1.8. Sie
finden im Rahmen der Vereinigung deutscher Staatsrechtslehrer. Gibt es einige, die forschen daran, wie könnte man denn hoheitliche Aufgaben an Privatfirmen vergeben? Klar, das ist total grundgesetzwidrig, aber bekannte deutsche Staatsrechtler forschen daran. Zum Beispiel Professor Dr. Voskuhle, heute Chef vom Bundesverfassungsgericht, hat im Oktober 2002 in St. Gallen vor einer Rede der Vereinigung deutscher Staatsrechtslehrer ein Modell vorgestellt von einem Gewährleistungsstaat, also Vergabe von hoheitlichen Aufgaben an Privat. Er hat damals fairerweise in These 12 seiner Rede gesagt, dass allerdings die Verfassung schon vom Ansatz her nicht eingerichtet ist auf ein Mixtum zwischen Staat und Gesellschaft. Also dass das Grundgesetz schon vom Ansatz dagegen ist, Privat und Staat zu vermischen. Diese These haben wir ja in unserem Flugblatt auch zitiert. Sie finden das Ganze auch in vielen Unibibliotheken, kann man sich das leihen. Das Buch heißt Leistungsgrenzen des Verfassungsrechts, ist ein Tagungsband der Vereinigung Deutscher Staatsrechtslehrer. Es gibt in der deutschen Staatsrechtlerszene aber einige Leute, die noch wesentlich weiterdenken. Da gibt es Leute, die denken an etwas, was sie Horizontalisierung oder Governance nennen. Das heißt, dass materielles Recht, also welche Rechten und Pflichten die Leute haben, nur noch Verhandlungsmasse sein soll. Dass praktisch Bürger oder Firmen mit dem Staat verhandeln können, welche Rechte und Pflichten sie haben. Klar, dass natürlich die reicheren Leute da überall Sonderkonditionen für sich rausholen. Klar, dass das den Rechtsstaatlichkeit und den Gleichheitsgrundsatz kaputt macht. Aber darüber, wenn Leute begeistert sind von einer wissenschaftlichen Theorie, lassen sich manche Leute nicht davon stören. Es gibt aber auch noch Staats- oder auch Verwaltungsrechtler, die noch weiter denken. Zum Beispiel Privatdozent Dr. Claudio Franzius. Er denkt darüber nach, auch Teile der Rechtsprechung, Teile der Sicherheit und auch Teile der Gesetzgebung, dass man es an Privat vergeben könnte. In einem seiner Texte sagt er, dass prinzipiell jede Aufgabe des Staates privatisierungsfähig sei, wenn nur eine Gewährleistungsstruktur dafür bereitgestellt sei. Oder nehmen Sie die Stellungnahme des Sozialwissenschaftlers Professor Dr. Werner Jang. Er hat zur Föderalismusreform II bei der dort zuständigen Kommission vom Bundestag und Bundesrat im Jahr 2007 eine Stellungnahme abgegeben. Da hat er wortwörtlich den Satz genommen von Privatdozent Dr. Claudio Franzius, den ich gerade gesagt habe, dass praktisch alles privatisierungsfähig sei, wenn nur eine Gewährleistungsstruktur bereitgestellt sei. Und hat es damals genutzt, in seine damalige Stellungnahme, um dafür zu werben, für einen Rechtsbegriff, rechtsstaatlicher Gewährleistungsstaat. Meine Damen und Herren, das ist ein Widerspruch in sich. Es ist nicht rechtsstaatlich, wenn man hoheitliche Aufgaben an Privat vergibt. Es ist erst recht nicht rechtsstaatlich, wenn man auch selbst sensibelste Aufgaben an Privat vergibt. Und es gibt auch Staatsrechtler, die in Deutschland, die denken darüber nach, die direkte Demokratie einzuschränken. Volksabstimmung, die es auf Länderebene gibt, damit Volksabstimmungen der Privatisierung nicht mehr im Wege stehen. Das Allerkrasseste ist, das haben wir vor kurzem ausgegraben, es gibt sogar schon Staatsrechtler, die denken über Privatisierung von Grundrechten nach. Schauen Sie nach, zum Anachronismus einer Drittwirkung. Text von Professor Dr. Christian Kappel. Da denkt er darüber nach, das Privatrecht über das öffentliche Recht zu stellen, außer da, wo das öffentliche Recht das Eigentum schützt. Also, das heißt, privatvertragliche Abdingbarkeit von Grundrechten, so weit denkt man heute schon. Allerdings, das, was jetzt hier aktuell ansteht, das ist, dass man Behörden an Privat vergeben will. Hoheitliche Aufgaben, selbst Behörden aus dem Sicherheitsbereich, wo ich viele Beispiele schon genannt habe, das sind selbst Dinge, die nicht mal der Lissabon-Vertrag will und natürlich absolut grundgesetzwidrig. Das gefährdet unser Strukturprinzip unserer Verfassung, die unantastbaren Strukturprinzipien, das Grundrecht, Gleichheitsgrundsatz, das gefährdet die grundrechtsgleichen Rechte, Wahlrecht wird regelrecht entleert. Es gefährdet den Funktionsvorbehalt und es gefährdet die freiheitlich-demokratische Grundordnung, weil darin auch ein Willkürverbot auch im Sinne einer Schutzpflicht des Staates enthalten ist. Und es gefährdet die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne dessen, dass die Regierung dem Parlament gegenüber verantwortlich sein muss, dass man verantworten können muss, was sie tut, und das Parlament gegenüber der Bevölkerung. Aber wie geht das, wenn Sie massenhaft hoheitliche Aufgaben an Privat vergeben wollen, dass die Regierung jegliche Kontrolle verliert? Darum schließen Sie sich unserer Demonstration an. Das muss sichtbar gemacht werden, bevor nächstes Jahr die Schuldenbremse greift und Bund, Länder und Kommunen weniger Geld haben und man dann einfach wie wild anfangen wird, Behörden an Privat zu vergeben und auszuverkaufen. Vielen Dank.